Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und heute machen wir etwas ganz Besonderes. Und zwar färben wir heute Fimo Soft und lufttrocknende Modelliermasse mit so ziemlich allem, was ich so finden konnte. Für den Anfang möchte ich mit euch ein Pulverexperiment wagen mit weichem und gebackenem Fimo und ob es sich mit Fimo Liquid mischen lässt. Dann möchte ich mit euch jeweils die einzelnen Varianten durchgehen. Als erstes versuchen wir 3 Varianten Acrylfarbe, danach 2 Varianten Airbrush, Tuschefarben, diverse Pulverpigmente und zum ersten Mal Alkoholtinte. Es war ein Vorschlag einer Zuschauerin und da gibt es heute ein Video zum Färben. Viel Spaß! Ich habe dir die jeweiligen Themen in der Videobeschreibung unten verlinkt. Das heißt, du musst dir nicht das ganze Video anschauen, du kannst zu den jeweiligen Punkten springen. Zunächst beginnen wir mit dem Pulverexperiment. Ich habe da schon etwas vorbereitet. Und zwar, das Grüne ist Kreide, das Blaue ist Mika-Pigment, das Goldene ist Zenit-Pulver, das Bronzefarbene ist Fimo-Pulver und das Lilane ist Lidschatten. Das Ganze habe ich jeweils in Fimo-Liquid vermischt und mir eine Seite Pulver oben immer übrig gelassen. Denn auf dem bereits gebackenen Stück mache ich eine Schicht Fimo Liquid und dann eine Schicht gemischt mit Wasser. Auf dem ungebackenen mache ich eine Schicht Fimo Liquid und eine Schicht nur Pulver, damit ich einfach diesen Unterschied sehen kann. Und auf einem bereits gebackenen Stück kann man ja nicht einfach nur Pulver drauf tun, das würde einfach nicht halten. Man sieht jetzt schon einen Unterschied. Du siehst, die Kreide ist mit Fimo Liquid viel dunkler als zum Beispiel das Mika-Pulver. Genauso verhält es sich mit dem Zernitpulver. Dieses ist auch wesentlich heller mit Fimo Liquid als nur mit dem Pulver. Und im Gegensatz zum Mika-Pulver zum Beispiel. Fimo Bronzepulver schnitt gar nicht so schlecht ab. Am schlimmsten fand ich eigentlich den Lidschatten. Vermengt mit Wasser sah man ihn eigentlich kaum noch. Und man muss das Pulver schon richtig gut vermengen, damit man nicht diese Brösel dann nachher sieht, so wie bei mir hier. Die Kreide hatte eigentlich eine sehr gute Farbqualität. Sie wirkte allerdings ein bisschen dunkler auf dem ungebackenen Fimo. Das Mika-Pigment für Epoxidharz vermischte sich nicht mit Fimo Liquid. Mika-Pulver pur auf ungebackenem Fimo war allerdings sehr stark. Gefiel mir. Das Zenitpulver war auch alleine sehr stark pur auf ungebackenem Fimo, allerdings mit Wasser kaum sichtbar. Das Fimo-Pulver benötigte ein paar Anläufe und Schichten und der Lidschatten, wie gesagt, grottenschlecht. Generell wirkten die Farben schöner auf einem ungebackenen Stück. Ich mache mich heute nicht nur mit Pulverfarben wie zum Beispiel Mika-Pigmenten, Fimo-Metallpulver, Zenit-Goldpulver, Lidschatten, Nagelfarbpulver und Kreide dreckig, nein, auch mit Acrylfarben, Airbrush-Tuschefarben und Alkoholtinte. Dies testen wir auf gebackenen und ungebackenen Fimo, wie auch auf lufthärtender Modelliermasse. Es wird spannend. Los geht's! Wir starten direkt mit der Acrylfarbe. Als erstes habe ich die Bibeo Studio Acrylics Rosa Acrylfarbe getestet. Die ist ein wenig dickflüssiger und liegt in der mittleren Preisklasse. Diese Acrylfarbe hat wirklich tolle Ergebnisse geliefert. Zunächst ließ sich sowohl Fimo als auch lufthärtende Modelliermasse super einfärben. Auch beim Bestreichen konnte ich mich nicht beklagen. Selbst als ich es mit Wasser anmischte, kamen wie beim Malen auf der Leinwand einfach tolle Wasserfarbeffekte. Für meine Bedürfnisse einfach absolut top. Es empfiehlt sich erst auf gebackenen Fimo zu malen, das Färben geht vorher. Bei lufthärtender Modelliermasse geht dies ebenso super und kann auch vor dem trockenen Zustand bereits aufgetragen werden. Es wird maximal ein wenig weicher, wenn man zu viel verwendet, so wie ich. Meine Bewertung für diese Acrylfarbe ist 5 von 5 Herzen. Einfach super! Als nächstes habe ich die Ideen mit Herz Metallic Acrylfarbe in Roségold getestet. Angeblich eine hochpigmentierte Acrylfarbe. Dies konnte ich auf Acrylpapier bestätigen, aber nicht auf Fimo und lufthärtender Modelliermasse, muss ich gestehen. Ich war leider ein wenig enttäuscht. Ich hatte mir mehr erwartet. Überhaupt keine Deckkraft auf ungebackenen und gebackenen Fimo, auch nicht auf lufthärtender Modelliermasse.
Auch auf schwarzen Firmen wirkte es leider etwas, ja, farblos. Gemischt mit Wasser machte es den Eindruck, als ob die Farbe ab jetzt komplett verschwindet. Alles in allem ein leider absoluter Flop. Aber zumal noch Acrylpapier und Leinen ein echter Hingucker. Ich wäre gerne nicht so streng damit, aber es gibt leider hier nur 0 von 5 Herzen. Sorry. Weiter geht's mit Viva Decor Creambugs Inka Gold Farbe. Ein wunderschönes Gold. So viel kann ich schon mal sagen. Die Farbe ließ sich auf allen Stücken ganz gut verstreichen. Auch auf den ungebackenen Stücken unten, den zwei kleinen Kreisen hier. Als dann das Wasser hinzukam, wurde die Sache etwas anders. Das erste Stück, das du hier siehst, trocknete und blätterte anschließend ab. Es war ein gebackenes Stück und der obere Bereich, den ich pur bestrichen habe, wurde sehr schön und der untere blätterte einfach. Beim ungebackenen Stück muss ich sagen, war ich eigentlich schwer begeistert, das sieht toll aus. Und hier wieder das gleiche, mit Wasser wurde das Ganze etwas traurig. Auch lufthärtende Modelliermasse wurde tatsächlich super schön, aber nur beim Einstreichen, beim Färben selbst nicht. Es sieht nach dem Färben eigentlich aus wie vorher, es ist weiß mit ein bisschen Glitzer eventuell drinnen. Allerdings, das Fimo wurde ganz okay, es brauchte jedoch auch ein bisschen mehr Farbe als erwartet. Von mir gibt es dafür 4 von 5 Herzen. Weiter geht's mit der Airbrush und Tuschefarbe. Ich habe für euch zwei unterschiedliche Goldtöne getestet. Diese hier ist von Liquitex und naja, was soll ich sagen? Kurz und schmerzlos, es war sowohl auf Fimo als auch auf lufthärtender Modelliermasse einfach ein totaler Flop, kaum verstreichbar. Da es so flüssig war und mit Wasser war das Desaster dann komplett. Gefärbt hatte sowohl Fimo als auch lufthärtende Modelliermasse genau null. Und das gebackene Fimo wurde nach dem Trocknen dann sogar irgendwie bröselig. Die Farbe, die blätterte einfach an gewissen Stellen ab, wo ich Wasser hinzugefügt hatte. Und ja, ich würde mal sagen, das ist nicht geeignet für Fimo oder lufthärtende Modelliermasse. Das ist Fakt. Bewertung? Ihr könnt es erahnen, 0 von 5 Herzen. Leider. Weiter geht's mit Dr. Phil Martins Kalligrafiefarbe in Gold. Ja, auch Airbrush-Farbe. Sie ließ mich ebenfalls komplett im Stich. Hier das gleiche Spiel wie bei der Acryltinte. Es färbte so gut wie gar nicht und ließ sich kaum verstreichen. Ich weiß, es ist eine Kalligrafietinte und ich darf mir da nichts erwarten. Aber ich denke mir, wenn es auch für Airbrush verwendet wird, naja, egal. Es ist einfach sehr flüssig und irgendwie machte es zwar großartige Effekte, aber die waren ungewollt und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, wie cool die wirklich sind auf den danach gebackenen Stücken. Aber naja, einziger Vorteil, es sah grandios verstrichen auf lufthärtender Modelliermasse aus, muss ich wirklich sagen. Also wenn es nur für das ist, hat es seinen Zweck auch irgendwie erfüllt, oder? Für diese kleine Funktion gibt es 1 von 5 Herzen. Weiter geht's mit den Farbpigmenten. Die einzelnen Pigmente kennst du ja jetzt schon aus meinem Pulverexperiment. Jetzt gehen wir näher auf Mika-Pigmente ein, ein sogenanntes Glimmerpulver. Es wird vorrangig für Epoxidharz verwendet, aber man kann damit auch zum Beispiel Kerzen einfärben. Und zwar kannst du das Fimo wie auch lufthärtende Modelliermasse ganz einfach einfärben, indem du quasi in die Mitte eines Kreises das Pulver gibst und dann einschlägst. Nicht wundern, es wird kurzzeitig etwas matschig mit dem Pulver, bei Fimo zumindest, und dann plötzlich ist es wieder wie gewohnt fester. Wenn du eine einheitliche Farbe hast, kannst du es nach deinen Wünschen bearbeiten. Ich mache hier zwei kleine Kreise für Ohrstecker. Im Anschluss kannst du es zum Beispiel mit einem weiteren Pigment bearbeiten bzw. bestreichen. Ich nehme nochmal Mika-Pigment in Kupfer bzw. in Bronze und bestreiche nur die obere Hälfte, daher klebe ich gerade die eine Hälfte ab.
mit einem Pinsel einfach das Pulver pur oben bestreichen. Ich habe die Fläche nicht vorher vorbehandelt, es ist einfach ungebackenes Fimo. Kleiner Tipp, mach das gleich auf einer Fläche, die du später in den Ofen geben kannst. Nun kommt es für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen. Auch nach dem Backen färbt es ab. Das heißt, du musst es im Anschluss noch mit Klarlack behandeln. Dies gilt übrigens für alle Pulver. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Mit einem einfachen Fimo Bronzepulver und blauem Polymerklee würde dies wahrscheinlich genauso gut aussehen. Mika-Pigmente für Epoxidharz habe ich bis zu diesem Video noch nie ausprobiert und ich muss sagen, ich bin jetzt ein Fan davon. Es färbt ungebackenes weißes Fimo tadellos. Klar wird es ein wenig heller, aber es sieht trotzdem top aus. Auch bei lufthärtender Modelliermasse ließ es eine gute Verfärbung zu, die war allerdings gleich noch heller. Ein kleiner Tipp, mit Wasser würde ich es allerdings nicht mehr mischen, das sah nicht gut aus. Und wenn du es ungebacken bestreichst, ist es wichtig, einen Klarlack zum Versiegeln drauf zu geben, ansonsten färbt es permanent ab. Das hast du ja vorhin gesehen. Genau das hier ist das Stück, das ich meinte, es sieht furchtbar aus mit Wasser. Also immer vor dem Backen bestreichen mit Epoxidharzpulver. Dann wird es auch schön. Alles in allem bin ich froh, dass ich es versucht habe und ich werde es weiterhin nutzen. Daher ist meine Bewertung 5 von 5 Herzen. Für den nächsten Versuch habe ich meine Lidschattenpalette Smashbox geopfert und die Farbe Lila rausgeholt. Etwas traurig. Naja, grundsätzlich sei jetzt gesagt, meistens färbt man damit ja nicht komplette Flächen, sondern nimmt es beim Fimo für Akzente. Also so kenne ich es zumindest und ich verwende es für Wangen, bei Gesichtern oder Schattierungen. Und ich will nicht sagen, dass er mich komplett enttäuscht hat, denn das ungebackene Fimo ließ sich super damit einfärben, aber naja, das war es dann halt auch schon. In Verbindung mit Fimo Liquid wurde er fast durchsichtig, jedenfalls mit freiem Auge war keine Farbe mehr erkennbar und auch das Färben funktionierte nicht gar so gut. Naja, aber seht selbst, mit Wasser schaurig, ohne Wasser schaurig. Weil es ungebackenes Fimo beim Bestreichen gefärbt hat, gibt es hierfür ein Herz von 5. Weiter geht's mit dem nächsten Pulver. Dieses hier ist von Fimo und ich teste nicht das bronzefarbene, aber das sieht man hier einfach besser, sondern das silberne, etwas genauer. Die Deckkraft verteilt es nicht ganz so wie erwünscht, auch lässt es eine Färbung nur schwer bei Fimo zu. Bei lufthärtender Modelliermasse sah man gar nichts mehr. Ungebackenes Fimo damit zu bestreichen wird empfohlen und das sah dann auch sehr perfekt aus. Im Anschluss auch hier wieder mit Klarlack versiegeln, sonst wird es eine Schweinerei. Also immer schön dran denken, Klarlack drauf. Auch hier ließ es sich mit Fimo Liquid nicht wirklich gut vermischen, auch mit Wasser gab es nicht mehr viel Farbe ab. Alles in allem wirklich einfach auf ungehärtetem Fimo verwenden. Hierfür gibt es 4 von 5 Sterne, da es etwas unflexibel ist. Weiter geht's mit Zernit Mika Pulver Gold Metallic. Sparkling steht oben. Sparkling ist es wirklich, es glitzert. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wunderschön. Zernit Gold Pulver hat mich einfach überzeugt. Nicht, weil es so super schön glitzert. Nein, es deckt auch wie eine 1. Und auch hier wird empfohlen, ungebackenes Zernit damit zu bestreichen. In meinem Fall war es Fimo, ist aber egal, klappte wunderbar und ich bin zufrieden. Einzig und alleine färben funktionierte auch hier wieder nicht. Seht ihr das unten links? Das habe ich mit Fimo Liquid gemischt. Ein ganz großer Fehler, wie sich später herausstellte. Dies habe ich euch nicht mal hier noch hinzugelegt, da es furchtbar aussah. Es warf große Blasen und sah nicht mehr gesund aus, so wie dunkelbraun. Also ja, nicht mit Fimo Liquid mischen, dieses Zernitpulver. Trotzdem gibt es 5 von 5 Herzen, da es ein wirklich tolles Pulver ist. Und schon geht es auch schon weiter mit 3 verschiedenen Nagelpulver-Pigmenten. Es sind 3 verschiedene Preisklassen. Das rosane ganz links ist das günstigste, das mittlere das teuerste und das rechts die mittlere Preiskategorie.
Hier mische ich gerade alles mit Wasser an. Und jetzt folgt noch eine Testrunde mit Fimo Liquid. Mit dem günstigsten Nagelpulver habe ich versucht, Fimo und lufthärtende Modelliermasse einzufärben. Funktionierte leider nicht. Ich wollte einfach mal sehen, was der so drauf hat. Alle drei verhielten sich ähnlich wie der Lidschatten und so waren alle drei beim einfachen Aufstreichen auf ungebackenen Fimo wie auch auf lufthärtender Modelliermasse wirklich top. Das war's dann aber auch schon. Gemischt mit Wasser war es der Untergang, gemischt mit Fimo Liquid ging es bergab. Aber ich würde sagen, in der Kombi für Soßen ganz okay. Weil das Einfärben ganz gut klappt und das Silberne ganz cool war, gibt es 3 von 5 Herzen. Weiter geht's mit der Masters Pastell Kreide in Dunkelblau. Ehrlich, die Soft Pastell Kreide war für mich eine halbe Sensation. Ich habe nicht erwartet, dass sie so schöne Effekte zaubert, wenn ich sie mit ein wenig Wasser anrühre und darunter unter der Fläche, wo ich nur mit Kreide gemalt habe, setze. Es entstand eine Art Verlauf, der mir sehr gut gefiel. Am Ende habe ich dann Fimo Liquid verwendet. Hier auch wieder mein Tipp, dies nur für kleinere Flächen zu nutzen, wie eben Soßen oder, naja, ihr wisst schon, große Flächen sind irgendwie nicht schön mit Fimo Liquid. Und die Flüssigkeit ist zu dick. Sie wandert einfach zu schnell nach innen und der Rand hat dann plötzlich nichts mehr oben, wenn man zu lange wartet. Ansonsten eine richtige Empfehlung, um Fimo und lufthärtende Modelliermasse einzufärben. Wirklich top. Dafür gibt es von mir 5 von 5 Herzen. Und schwupps sind wir auch schon bei der Alkoholtinte. Alkoholtinte habe ich bisher auch immer nur bei anderen gesehen und für dieses Video das erste Mal verwendet. Ich habe mir hier nicht die teuerste Variante geholt, aber ich muss sagen, mit der Qualität bin ich schon sehr zufrieden. Ihr seht, zunächst habe ich die Farbe einfach pur aufgestrichen und im Anschluss habe ich es dann mit Isopropanol ein wenig aufgedünnt, sagt man das so? Ja, jedenfalls wurde sie heller und dünnflüssiger. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja, wie ihr sehen könnt, ein wenig, naja, experimentiert und bin dabei vielleicht etwas eskaliert und die unteren 4 Stücke sind ungebacken. Diese Teile verfärbten sich nach dem Backen auf sehr dunkel. Naja, witzig war auch, als ich ein Teil abwischte mit Küchenrolle, kamen die unteren Farben wieder zum Vorschein und der Abdruck der Küchenrolle blieb, da es sehr, sehr schnell trocknet. Alles in allem ist es trotzdem richtig nice, um lufthärtende Modelliermasse und Fimo einzufärben und richtig coole Effekte zu machen. Empfehlenswert auf gebackenen Fimo, mit Isopropanol vermischt es sich dann und erzeugt diese Wasserfarbeneffekte und die Farbe wird dadurch auch etwas heller. Wenn du wie ich Mikapigmente reinstreust, solltest du nicht darauf vergessen, dass diese auch nachher abfärben, also auch hier bitte mit einem Klarlack in Anschluss versiegeln, ansonsten brauchst du es nicht zu machen. Links sieht man, wenn man die Farbe nach dem Backen erst aufgetragen hat, ist alles glatt. Wenn man es vor dem Backen, also quasi die Farbe mitbackt, macht, wirft das Ganze Blasen. Das kommt durch die Flüssigkeit. Ist natürlich nicht so schön. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, aber man sieht es hier ganz gut. Auch die Farbe wird eben dunkler und wirkt nicht mehr so wie vorher. Das Färben und Bestreichen hat aber super funktioniert und daher gibt es von mir 5 von 5 Herzen und ich werde es definitiv wieder machen. Mein Fazit. Cremewachsfarbe und Alkoholtinte gemixt mit Isopropanol verträgt sich nicht mit weichem Fimo. Es schmolz wirklich fast in meiner Hand. Tusche wie auch Nagelpulver, färbte Fimo und lufthärtende Modelliermasse so gut wie gar nicht. Meine Favoriten beim Einfärben von Weiß waren Acrylfarbe, Mikapigment für Epoxidharz und Alkoholtinte. Sie waren einfach am kräftigsten. Die Oberfläche im ungehärteten Zustand von Fimo wurde immer schöner mit purem Pulver als mit Wasser oder Fimo Liquid. Danach mit Lack versiegeln, ansonsten färbt es ab. Acrylfarbe immer erst nachdem du gebacken hast auftragen. Lufthärtende Modelliermasse ließ sich super mit Kreide, Mikapigment für Epoxidharz und Alkoholtinte einfärben. Acrylfarbe ließ es leicht patzig werden, ging aber ebenso.
Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ich konnte euch einiges an Patzereien ersparen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald, eure Anna.